sehr geehrte Damen und Herren, das ist ein toller Empfang hier in Nürnberg. Und ich muss sagen, da soll noch mal einer erzählen, in Bayern wäre die Linke nicht stark. Das sieht man doch hier, dass hier ganz viele Menschen sind. Und ich finde das toll, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlichen Dank dafür. Und ich finde, es geht ja auch um einiges bei dieser Bundestagswahl. Also viele tun ja so, als sei das eigentlich alles schon gelaufen. Und sicherlich also zwischen CDU und SPD, na gut, also da würde ich mal jetzt ehrlich sagen, wer da noch dran glaubt, dass sich da viel verändert, der ist aber wirklich ein hoffnungsloser Optimist. Aber was wichtig ist, und ich glaube, das ist tatsächlich das, worum es bei dieser Bundestagswahl gehen wird, das ist, wer wird drittstärkste Kraft? Und die Gefahr ist tatsächlich real, dass die AfD, eine Partei, die in ihren Reihen wirklich echte Nazis und Halbnazis hat, dass die es schaffen könnte, im Bundestag drittstärkste Kraft und damit Oppositionsführer zu werden. Und ich finde, jeder, der das verhindern will und jeder, der den damit verbundenen Rechtsruck in diesem Land verhindern will, jeder sollte gehalten sein, dafür zu werben, mindestens die Zweitstimme, am besten aber beide Stimmen für die Linke zu geben, weil wir haben die größten Chancen, da vorbeizuziehen. Und ich finde, wir brauchen wieder einen Oppositionsführer links. Sie haben ja jetzt bei meinen Vorrednern schon ganz viele Argumente gehört, warum es so wichtig ist, die Linke zu wählen. Weil ich leider jetzt erst gekommen bin, habe ich die Reden nicht hören können. Und es kann jetzt passieren, vielleicht, dass ich das ein oder andere Argument nochmal sage, was schon einer gesagt hat. Aber ich finde letztlich, in diesem Land wird so viel, gerade auch in der Politik, gelogen, dass man die Wahrheit ruhig auch zweimal sagen kann. Also bitte stören Sie sich nicht, wenn vielleicht das ein oder andere schon gesagt wurde und von mir jetzt nochmal kommt. Ich meine, wenn man sich so umschaut in Deutschland zurzeit, wenn man unterwegs ist, man kommt ja gar nicht umhin, sich diese ganzen Wahlplakate anzutun, die da überall hängen. Und ich muss sagen, ich finde das wirklich erschreckend, mit welcher Dreistigkeit einige Parteien jetzt für eine Politik auf ihren Wahlplakaten werben, die das exakte Gegenteil dessen ist, was sie jahrelang in der Regierung gemacht haben. Also ich finde, das darf man denen doch nicht so durchgehen lassen. Ich finde das wirklich unglaublich. Also da plakatiert zum Beispiel die CDU, die plakatiert bundesweit, weiß nicht, ob die CSU das hier in Bayern auch macht, aber bundesweit gibt es ein schönes Plakat, da steht drauf, gute Arbeit, gute Löhne. Also, da hat es mir, als ich das erste Mal gesehen habe, echt die Sprache verschlagen. Ich meine, wir haben eine Situation, wo sich die Zahl derer, die trotz Arbeit ein Einkommen unterhalb der Armutsgrenze haben, in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat. Und wer war die Bundeskanzlerin dieser 10 Jahre? Das war ja wohl Frau Merkel. Und da plakatiert deren Partei gute Arbeit, gute Löhne. Also so unverschämt. Ich finde, alleine schon, wer so die Wählerinnen und Wähler zu verarschen versucht, der gehört abgewählt, und für die CSU gilt das Gleiche. Das ist doch wirklich unglaublich. Nur halt die Konkurrenz ist auch nicht so viel besser. Also Frau Merkel, die SPD, man verwechselt das inzwischen, das bringt man wirklich durcheinander, also es fällt schwer, das noch irgendwie auseinanderzuhalten. Also die SPD hat auch so ein schönes Plakat, ist mein persönlicher, einer meiner Favoriten, eine glückliche Rentnerin, und da steht dann drauf, damit die Renten nicht klein sind, wenn die Kinder groß sind. Also ich meine, das ist ja ein schöner Anspruch, finde ich toll, also sind wir absolut dafür, aber ich meine, denkt die SPD im Ernst, dass die Leute vergessen haben, wer all das beschlossen hat, die Absenkung des Rentenniveaus, diesen ganzen Riester-Schwachsinn oder am Ende noch die Rente mit 67. Und ich finde es wirklich schlimm, dass die Differenz zwischen Union und SPD nicht ist, ob man diese Rentenkürzungen zurücknimmt. Die wollen sie beide nicht mehr zurücknehmen, sondern die einzige Differenz ist, ob man die Rente jetzt noch weiter kürzt und womöglich irgendwann noch die Rente mit 70 kommt. Also so ein Irrsinn. Aber da muss man doch deutlich sagen, das sind keine Alternativen. Man muss natürlich endlich mal diese Rentenkürzungen wieder in Frage stellen. Und auch die Rente erst ab 67 ist nicht etwa
etwas, was man akzeptieren muss. Im Gegenteil, es ist eine Schande, wenn in einem so reichen Land wie Deutschland immer mehr alte Menschen um ihre Lebensleistung betrogen werden mit Armutsrenten. Das muss sich endlich ändern. Aber so eins von diesen Superplakaten ist ja auch für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. Ich frage mich immer, wenn ich das sehe, wer ist eigentlich wir? Also ist das Frau Merkel? Wahrscheinlich findet sie, dass sie gut und gerne hier lebt. Es gibt auch viele Menschen, ich will das nicht in Frage stellen, die gut und gerne in Deutschland leben. Aber wenn man eine Partei ist, die zu einer Wahl antritt, dann muss man doch mit wir die große Mehrheit der Menschen eigentlich alle Menschen meinen. Und ich habe großen Zweifel, dass die übergroße Mehrheit gern in einem Land lebt, wo es immer mehr Niedriglohnjobs gibt, immer mehr ungesicherte Jobs. Weil jeder zweite Arbeitsvertrag, der 2016 geschlossen wurde, war ein befristeter Arbeitsvertrag. Wo es immer mehr auch Angst vor Altersarmut selbst bei Durchschnittsverdienern gibt. Wo Kinder in maroden Schulen teilweise lernen müssen, wo wegen chronischen Lehrermangels noch nicht mal der Schulstoff geschafft wird. Das sind doch keine Zustände, wo man sagen kann, das ist ein Land, in dem wir gut und gerne leben können. Und deswegen finde ich, wenn Sie den Slogan ernst nehmen, für ein Deutschland, in dem alle gut und gerne leben können, dann ist das wirklich die ultimative Aufforderung, diese große Koalition, beide Parteien, die sie vertreten, abzuwählen, weil die haben nicht dazu geführt, dass die große Mehrheit gut und gerne leben kann, sondern im Gegenteil, dass viele Menschen Verschlechterung erfahren haben. Ich meine, gern wird ja auch erzählt, die Linke, die malt schwarz. Da wurde immer wieder in der Presse, ja, wir würden immer alles schlecht reden. Und es sei doch so toll in Deutschland, die Wirtschaft brummt, wir haben ein Jobwunder, eigentlich läuft doch alles glänzend. Und die böse Linke, die zieht also hier von Marktplatz zu Marktplatz und sagt, es sei doch gar nicht so toll. Naja, also ich war wirklich dankbar, dass das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, und das steht nun wirklich der Linke nicht nah, dass die Ökonomen von diesem Institut sich mal angeguckt haben, wie haben sich eigentlich wirklich die Einkommen der Menschen in diesem Land entwickelt. Und zwar nicht nur das Durchschnittseinkommen, Durchschnitte sind immer relativ, sondern wirklich die Einkommen der einzelnen Bevölkerungsgruppen. Was hat sich da getan in den letzten Jahren? Und die Ökonomen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben ein, finde ich, erschreckendes Resultat ans Tageslicht befördert. Die sind nämlich zu dem Schluss gekommen, nachdem sie sich das genau angesehen haben, dass sage und schreibe 40% der Bevölkerung in Deutschland heute weniger Einkommen hat als Ende der 90er Jahre. 40%, okay, das ist nicht die Mehrheit, aber das ist doch wirklich fast die Hälfte der Bevölkerung. Man kann sich doch nicht hinstellen und sagen, alles läuft toll, die Wirtschaft brummt, wunderbar, wenn fast die Hälfte der Bevölkerung an Wohlstand verliert. Ich finde, diese Zahl ist wirklich ein Armutszeugnis für alle Parteien, die in dieser Zeit regiert haben. Das kann doch nicht wahr sein, dass in einem demokratischen Land die Politik die Hälfte der Bevölkerung komplett vom Wachstum abklammert. Und ich meine, gerade im Lichte dieser Zahl finde ich es geradezu empörend, wenn die Bundeskanzlerin jetzt durchs Land zieht und überall erzählt, Deutschland geht es so gut wie nie zuvor. Ich meine, knapp die Hälfte der Bevölkerung hat Einkommen verloren und die Kanzlerin stellt sich hin und sagt, noch nie, so gut wie noch nie zuvor. Also das lässt doch eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen zu. Entweder gehört für Frau Merkel knapp die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland, weil denen geht es ja offensichtlich nicht so gut wie nie zuvor, sondern schlechter als zuvor. Oder aber die Frau weiß schlicht nicht, wie die Lebensrealität der Menschen in diesem Land ist. Und ich finde, egal welche von diesen zwei Erklärungen zutrifft, beide zeigen doch, diese Bundeskanzlerin hat keine Verlängerung verdient. Die gehört wirklich in Rente geschickt. Das ist doch wirklich eine solche Fehleinschätzung. Aber da kommen jetzt auch wieder die Kommentatoren und sagen, ja, aber es gibt doch gar keine Wechselstimmung. Es gibt doch gar keine Wechselstimmung. Die Leute wollen doch gar nicht, dass sich etwas verändert.
Leute wollen doch, dass alles so bleibt. Guck doch, die CDU hat relativ hohe Werte, die CSU wahrscheinlich hier in Bayern in den Umfragen auch. Also ist doch alles wunderbar. Leider, ja. Ja, aber heißt das wirklich, dass es keine Wechselstimmung gibt? Wenn ich mit Menschen diskutiere, höre ich ganz, ganz selten, dass sie mir sagen, ach, ist doch alles toll, ich will um Gottes Willen nicht, dass sich was ändert. Das hört man ganz selten. Was man allerdings wirklich oft hört, ist, dass Menschen sagen, ja, es bringt doch nichts, es wird sich nichts ändern. Das heißt nicht, dass sie sich's nicht wünschen, sondern sie haben die Hoffnung auf einen echten politischen Wechsel aufgegeben. Aber das ist doch was völlig anderes. Und da muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, wo soll denn eine Wechselstimmung auch herkommen, wenn alle Parteien außer der Linken signalisieren, dass sie gar nichts Grundlegendes ändern wollen und man die Unterschiede zwischen SPD und CDU inzwischen wirklich mit der Lupe suchen muss. Unter solchen Bedingungen entsteht eben keine Wechselstimmung, das ist schon richtig. Aber das heißt noch lange nicht, dass es nicht eine große Zahl von Menschen in diesem Land gibt, die sich eine andere Politik wünschen würden. Ich meine, viele von Ihnen, haben vielleicht diese komische Fernsehshow gesehen, die sich da Kanzlerduell genannt hat. Also Martin Schulz wollte jetzt sogar eine Neuauflage nochmal davon. Ich meine, da muss man doch wirklich sagen, das war ein Trauerspiel. Also man war ja schon froh, dass die sich nicht am Schluss auch noch umarmt haben. Aber wirklich derart großkoalitionäre Einigkeit, also das fand ich wirklich traurig. Und dass es eine Sehnsucht gibt, sogar eine sehr große Sehnsucht nach einer anderen Politik, ich denke, das hat man gesehen, als Martin Schulz damals nominiert wurde. Ich meine, warum ist denn die SPD von einem Tag zum nächsten derart kometenhaft in den Umfragen nach oben gegangen? Damals, als Schulz angetreten ist. Warum? Doch nicht, weil er so ein nettes Lächeln hat. Also ich meine, Herr Schulz lächelt heute vielleicht seltener, aber wenn, dann doch genauso wie damals. Und daran kann es ja wohl nicht gelegen haben. Sondern ich glaube, der Grund war ein anderer. Meines Erachtens war der Grund, dass ganz viele Menschen gehofft haben, dass die SPD nicht nur ihren Kanzlerkandidaten wechselt, sondern auch ihre Politik verändert. Dass sie endlich wieder sozialdemokratische Politik macht und nicht Agenda-Politik. Politik für die eigenen Wähler, für Arbeitnehmer, für Rentner, für Arbeitslose. Und sofort war die SPD stark. Das zeigt doch, was da für ein Potenzial gewesen wäre. Nur, man muss eben auch sagen, und auch das ist leider die Wahrheit, sie haben sich große Mühe gegeben, den Menschen in den folgenden Monaten genau diese Hoffnung wieder auszutreiben. Und der Tiefpunkt für mich war wirklich der letzte SPD-Parteitag. Also Sie erinnern sich vielleicht noch kurz vorm Sommer, ein Parteitag, wunderbarer Slogan, Zeit für Gerechtigkeit. Und wer war der umjubelte Starredner dieses Parteitages unter dem Slogan Zeit für Gerechtigkeit? Ex-Kanzler Gerhard Schröder, genau, der für den größten Sozialabbau der bundesdeutschen Geschichte steht. Ja, so wird man doch nicht glaubwürdig. Da muss man sich doch nicht wundern. Glaube ich auch nicht, dass die Erklärung richtig ist, zu sagen, das Thema soziale Gerechtigkeit interessiert die Leute nicht. Nein, es ist so, dass sie der SPD nicht mehr zutrauen, dass sie für soziale Gerechtigkeit steht, weil sie das eben immer wieder in ihrer Regierungspolitik widerlegt hat. Und ich bin wirklich fest überzeugt, auch all diejenigen, die immer SPD gewählt haben, aber die sich wünschen, dass das endlich mal wieder eine sozialdemokratische Partei wird, den muss man wirklich sagen, dann wählt diesmal die Linke. Nur eine starke Linke wird ein Weckruf sein. Vielleicht auch und ich denke, auch nur eine starke Linke kann verhindern, dass die SPD nach ihrer Wahlniederlage völlig ungebrochen und unbeeindruckt in die nächste große Koalition geht. Was ja nun mit Sicherheit nicht im Interesse dieses Landes wäre. Also das wäre tatsächlich wichtig und es ist doch auch ganz offensichtlich, was sich ändern muss. Es ist ja gar nicht so schwer zu verstehen, was man ändern muss. Ich meine, warum haben wir denn so viele Niedriglohnjobs in Deutschland? Warum gibt es so viele Befristungen? Warum boomt die Leiharbeit? Das ist doch nicht vom Himmel gefallen. Also da hatte ich vor kurzem eine Diskussion mit einem SPD-Politiker, mit dem regierenden Bürgermeister von Hamburg. Der hat mir allen Ernstes erklärt,
zu sagen, dass diese Verhältnisse am Arbeitsmarkt Ergebnis politischer Entscheidungen wären, das sei eine Verschwörungstheorie. Also da war ich echt platt. Ich meine, die Realität liegt doch auf der Hand. Es war früher mal in Deutschland verboten, einen Arbeitsplatz immer wieder mit einem Leiharbeiter zu besetzen. Das durften die Unternehmen nicht. So, und da sind Politiker hingegangen, das war ja damals unter Schröder, und haben das erlaubt. Na, was ist dann passiert? Dann ist natürlich passiert, dass diejenigen Unternehmenslager, die gerne Löhne drücken, gesagt haben, oh, schönen Dank, liebe Politiker, jetzt haben wir ein super Mittel, unsere Lohnkosten zu halbieren. Wir machen ganz viel Leiharbeit, den zahlen wir nur noch die Hälfte von dem, was die Stammbelegschaften kriegen. Ist doch klasse für uns. Und dann fing die Leiharbeit an zu boomen. Oder bei der Befristung ist es doch genauso. Es war lange Zeit in Deutschland verboten, solche Kettenverträge zu machen, immer wieder befristet. Und irgendwann ist die Politik hingegangen und hat das erlaubt. Und wieder waren diejenigen im Unternehmenslager, die gerne Löhne drücken, ganz erfreut über diesen roten Teppich für Lohndrückerei. Weil es gibt doch nichts Besseres, um einen Arbeitnehmer in ständiger Abhängigkeit zu halten, um ihn wehrlos zu machen, als immer wieder befristete Jobs. Wer einen befristeten Job hat, ja, der kann sich doch kaum wehren. Der traut sich doch gar nicht mehr zu streiken oder andere Dinge zu machen, um seine Rechte durchzusetzen. Einen Job hat, traut sich auch vieles andere nicht. Also ich kann wirklich das Gelaber nicht mehr hören von diesen Parteien, wenn sie zum Beispiel dann immer über Familienpolitik reden. Ja, so viele junge Leute gibt es doch heute, die sich überhaupt nicht mehr trauen, eine Familie zu gründen. So viele junge Frauen, die sich nicht mehr trauen, sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, weil sie immer wieder nur befristete Jobs haben. Also dieser Arbeitsmarkt, den wir heute haben, ist doch auch ein Killer für Familienpolitik und dafür, dass sich Menschen für Kinder entscheiden können. Und das muss man doch erstmal ändern, diese große Reden über Familienhelden. Das ist doch völlig heuchlerisch. Und deswegen bleiben wir als Linke dabei und wir werden das auch im nächsten Bundestag einbringen. Und je stärker wir werden, desto größer ist die Chance, dass wir uns durchsetzen können damit. Es muss Schluss sein, all diese falschen Gesetze, die die Arbeitnehmer entmachtet haben, die sie wehrlos gemacht haben, die diesen ganzen prekären Jobs den Weg bereitet haben, die gehören zurückgenommen. Die Agenda 2010, die hatte keine Fehler, die war der Fehler. Und deswegen muss das tatsächlich aufhören, dass so eine Politik gemacht wird. Eine Leiharbeit, was ist das anderes als moderne Sklaverei? Und moderne Sklaverei hat in einem Land wie Deutschland nichts zu suchen. Und deswegen muss diese Lohndrückerei über Leiharbeit und Werkverträge, die gesetzlichen Grundlagen müssen weg dafür. Und das Gleiche gilt für die Dauerbefristung. Und das kann man gesetzlich verbieten und man muss es auch verbieten, wenn man irgendwie ernsthaft wirklich möchte, dass Menschen von ihrer Arbeit wieder leben können. Herr Schulz redet ja auch gerne in seinen Auftritten davon, dass er den hart arbeitenden Menschen in diesem Land mehr Respekt entgegenbringen möchte und dass sie mehr Respekt verdienen. Klingt ja gut, aber was ist denn in erster Linie auch Respekt gegenüber den Menschen? Respekt heißt, dass sie ein ordentliches Einkommen haben. Und ich finde, von Respekt zu reden und sich damit abzufinden, dass es in Deutschland einen Mindestlohn gibt, der auf dem Armutsniveau von 8,84 Euro liegt, das passt nicht zusammen, weil dieser Armutslohn ist kein Respekt, das ist demütigend. Man kann nicht leben von 8,84 Euro. Das ist wirklich eine Schande. Deswegen sind wir ganz fest überzeugt, 12 Euro Mindestlohn, das ist das Mindeste, was man braucht, um in diesem Land irgendwie über die Runden kommen zu können. Und wenn ich dann höre, dass uns erklärt wird, das ist ja unfinanzierbar, die arme deutsche Wirtschaft kann das überhaupt nicht finanzieren. Ich meine, warum können denn unsere Nachbarstaaten, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, warum können die sich deutlich höhere Mindestlöhne leisten? Irgendwie scheint das doch zu gehen. Aber nur unsere Wirtschaft, die ist zu schwach. Na, so ein Unsinn. Und dann gucke ich mir die Gesichter an und gucken Sie sich auch die Gesichter derer an, die uns da immer erklären, mehr als 8,84 Euro, das geht ja gar nicht, unfinanzierbar. Das sind Unternehmervertreter, Politiker. Ich finde, man sieht denen wirklich im Gesicht an,
die würden keinen einzigen Monat überdauern, wenn man sie mal für ihre Arbeit mit 8,84 Euro die Stunde bezahlen würde. Warum ist das überhaupt nicht? Und wenn wir 12 Euro Mindestlohn fordern, das ist auch nicht einfach so eine Forderung, die wir uns ausgedacht haben. Die Bundesregierung hat selber ausgerechnet, dass man wenigstens 11,68 Euro braucht, um, wenn man sein ganzes Leben lang arbeitet, 45 Jahre lang, immer Vollzeit, um dann ein Einkommen zu bekommen, eine Rente zu bekommen, die wenigstens etwas oberhalb der Grundsicherung liegt. Das heißt, diese niedrigen Löhne, die bedeuten auch, dass die Politik sehenden Auges zulässt, dass Millionen Menschen in diesem Land auf Altersarmut zusteuern. Und ich finde, auch schon dafür haben die alle verdient, abgewählt zu werden. Das ist doch nichts, womit man sich abfinden kann und was man einfach so zulassen darf. Aber auch bei der Rente, ich meine bei der Rente generell, da wird ja leider auch gelogen, dass sich die Balken biegen. Also alles erzählen sie uns dann, weil wir ja älter werden, weil wir eine Demografie, eine demografische Veränderung haben, müsste die gesetzliche Rente kaputt gekürzt werden. Das ist eine Lüge. Weil es ist zwar so, dass sich das Verhältnis zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Beschäftigten verändert. Das ist seit vielen Jahren so. Aber was sich auch verändert, und das sagen Sie nie dazu, ist ja die Produktivität, die haben, die arbeiten. Also in jeder Arbeitsstunde wird ja immer mehr Wohlstand erzeugt, weil die Produktivität steigt. Und deswegen steigt ja auch das Pro-Kopf-Einkommen, es sinkt ja nicht. Also die Demografie führt ja nicht dazu, dass der Kuchen insgesamt kleiner wird, weil dann müsste das Pro-Kopf-Einkommen ja sinken, das tut es aber nicht, es steigt. Das heißt, der Kuchen wächst, der verteilbar ist. Und das Problem, das wir haben, ist vielmehr, dass ein kleiner Teil der Gesellschaft sich einen immer größeren Teil von diesem Kuchen abschneidet und dann für alle anderen immer weniger übrig bleibt, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Rentner. Also es geht um Verteilung, nicht um Demografie. Ich finde es geradezu eine Frechheit, in der heutigen Situation Menschen zu sagen, na dann sorgt doch privat vor. Also erstens haben viele überhaupt nicht so viel Einkommen, dass sie privat vorsorgen können, auch weil explodierende Mieten einen immer größeren Teil des Einkommens auffressen. Und zweitens gibt es bei Nullzinsen natürlich auch keine Anlage mehr, wo man wirklich wenigstens sein Geld im Wert erhalten kann. Also die Provisionen, die die Banken und Versicherungen verdienen, sind ja ungleich höher als das, was man an Zinsen bekommt. Und dann geht noch die Inflation ab. Das heißt, wenn man den Leuten einredet, sie sollen Riester-Verträge machen, dann heißt das, man redet ihnen ein, sie sollen einen Teil ihres Geldes zum Fenster rausschmeißen oder genau genommen den Banken und Versicherungen zukommen lassen. Das sind nämlich die großen Profiteure dieser Rente. Und deswegen fordern wir einen anderen Weg. Keinen Weg, der immer mehr auf Kapitalmarkt und damit auf Risiko setzt, sondern eine Stärkung der gesetzlichen Rente, weil die ist die einzige, die unabhängig ist von den Launen der Finanzmärkte. Und dass man sie stärken kann, das zeigt unser Nachbarland Österreich. Österreich ist nämlich einen anderen Weg gegangen. Die haben nicht privatisiert und gekürzt, sondern sie haben eine Rentenreform gemacht, die in etwa dem entspricht, was wir für Deutschland schon lange fordern, was die Linke schon lange fordert. Einen großen Rententopf. Alle zahlen in einen Topf. Also nicht nur die Beschäftigten, auch die Selbstständigen, die Beamten, die Politiker. Alle zahlen in einen Topf. Und damit ist natürlich auch viel mehr verteilbar. Ganz nebenbei haben die Österreicher übrigens auch noch, das wird selten erwähnt, höhere Arbeitgeberbeiträge als Arbeitnehmerbeiträge. Also das, was in Deutschland irgendwie auch nie geht, da zahlt immer der Arbeitnehmer mehr und der Arbeitgeberanteil wird abgesenkt. Da ist er etwas höher. So, und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ein Durchschnittsrentner in Österreich hat, sage und schreibe, 800 Euro mehr im Monat zur Verfügung. Und ich finde, das muss in Deutschland auch gehen. Und das ginge auch. Da muss man nur das Rückgrat haben, sowas durchzusetzen. Und dafür wollen wir kämpfen und dafür brauchen wir Rückhalt. Es gibt übrigens noch einen Vorteil so einer Rentenreform. Wenn nämlich auch die Politikerinnen und Politiker in den gleichen Topf einzahlen, wie alle normalen Menschen,
und damit natürlich auch das Ruhegeld der Politikerinnen und Politiker von dem gleichen Rentenniveau und dessen Entwicklung abhängt, wie das jedes einzelnen Bürgers in diesem Land. Ich verspreche Ihnen, es wird dann verdammt schwer, im Bundestag noch Mehrheiten für Rentenkürzungen zu gewinnen. Selbst die Union, selbst die CSU wird dann nicht mehr zustimmen, wenn sie ihre eigene zugekürzen müssen. Aber ein anderes Thema, wo ich auch finde, da läuft die Politik und läuft die Diskussion völlig schräg, ist die Steuerpolitik. Also inzwischen haben ja fast alle Parteien begriffen, dass Niedrigverdiener, auch mittlere Verdiener, Mittelverdiener, mittlere Einkommen in Deutschland steuerlich zu stark belastet sind. Und dass es ein Riesenskandal ist, dass jemand mit einem mittleren Einkommen viel mehr Steuern zahlt, anteilig zum Einkommen, als zum Beispiel große Konzerne wie Apple und Starbucks, die dann mal eben mit Steuerquoten von 0,005% davonkommen. Das sagen alle, dass das eigentlich nicht geht. Aber sie machen nichts. Und natürlich könnte man etwas machen. Also diese Steuersparmodelle der Konzerne, die muss man nicht hinnehmen. Da kann man auch in einem Land Gesetze machen und einfach sagen, das, was sie dort an Gewinnbestandteilen in die Steueroasen schieben, deklariert als Lizenzgebühr, als Patentgebühr, das ist in Deutschland nicht mehr von der Steuer absetzbar. Da würde dieses ganze Steuersparmodell in sich zusammenfallen und die öffentliche Hand hätte etwa 100 Milliarden Euro im Jahr mehr, das sind die Schätzungen. Warum machen die das nicht? Weil sie zu feige sind, sich mit diesen Konzernen anzulegen. Aber das ist doch schlimm, das ist doch wirklich schlimm. Stattdessen versprechen Sie, zum Beispiel auch die Union, Steuersenkungen. 15 Milliarden Euro haben Sie da ins Schaufenster gestellt, wo Sie gesagt haben, okay, wir wollen kleine, mittlere Einkommen, Familien steuerlich entlasten mit 15 Milliarden. Klingt ja schön. Aber gucken Sie sich mal das Wahlprogramm der Union an, und das trägt ja die CSU genau mit. Da ist keine Silbe drin, keine einzige Silbe, wie man eigentlich diese 15 Milliarden finanzieren will. Was soll dafür gekürzt werden? Oder soll es irgendwo Steuererhöhungen geben? Das ist ja ausgeschlossen dort. Und da finde ich, das ist doch wirklich unseriös, zu sagen, wir wollen also 15 Milliarden Steuerentlastung, nichts dazu zu sagen, wo das Geld herkommen soll. Und dann schreiben immer alle CDU, CSU, das seien wirtschaftskompetente Parteien. Also für mich ist das nicht wirtschaftskompetent, sondern zutiefst unseriös, 15 Milliarden ins Schaufenster zu stellen, ohne eine einzige Anmerkung, wo man das Geld herholen will. Und hier ist wirklich... wirklich, und das sage ich auch mit einem gewissen Stolz, die Linke die einzige Partei, die ganz klar sagt, wo sie Steuern senken will. Das wollen wir nämlich auch, nämlich wirklich bei kleinen und mittleren Einkommen, sogar bis zu 7.100 Euro im Monat für ein Single, das soll entlastet werden. Aber wir sagen auch dazu, wo wir das Geld herholen wollen. Und ich bin auch überzeugt, diejenigen, die das nicht tun, die wollen einfach nur im Wahlkampf billige Sprüche klopfen. Aber wenn man wirklich kleine und mittlere Einkommen entlasten will, dann muss man eben auch den Mut haben, das Geld da zu holen, wo der große Schotter liegt. Und das ist einerseits bei den Konzernen, aber eben auch bei Einkommensmillionären oder auch bei Vermögensmilliardären. Da ist ja genug Geld zu holen. Das kann man doch holen, wenn man es denn wirklich wollte. Und dann könnte man auch Steuerentlastungen finanzieren. Das wäre kein Problem. Also sagen wir zum Beispiel, wir wollen Leute, die mehr als 1 Million Euro im Jahr verdienen. Die wollen wir in der Spitze mit 75% besteuern. Also das, was 1 Million übersteigt. 75%. Da gab es einen Aufschrei in der politischen Konkurrenz. 75%. Die armen Einkommensmillionäre, die Leistungsträger. Also ich meine, das finde ich auch immer, also das muss man, glaube ich, wirklich immer wieder hinterfragen. Auch diesen Begriff und auch das Menschenbild, was dahinter steht. Es wird immer von Reichen geredet, wenn man den Begriff Leistungsträger benutzt. Für mich ist jemand, der in der Altenpflege arbeitet, der in einem Krankenhaus arbeitet, ein unendlich viel größerer Leistungsträger als jemand, der irgendwo in der Bank oder irgendwas geht. Aber die anderen meinen immer,
immer die Spitzenverdiener, die Einkommensmillionäre, wenn Sie den Begriff benutzen. Ja, und denen dürfe man noch solche Steuersätze nicht zumuten. Außerdem sei das völlig irreal, das höre ich auch immer wieder, dass man sagt, ja, die Linke, die hat so radikale Forderungen. Das geht ja gar nicht. Also wenn das radikal ist, dann war wirklich die USA einst ein extrem radikales sozialistisches Land. Da gab es nämlich bis 1981 einen Spitzensteuersatz von 70%. Okay, wir fordern noch 5% mehr, aber wenn wir die 70% kriegen würden für die Einkommensmillionäre, wäre es auch schon klasse. Also irreal oder radikal ist das überhaupt nicht. Das war in den USA lange Zeit Realität. Aber das Hauptargument, was Sie dann gegen uns anführen, ist ja, das sei unzumutbar. Das könne man nicht machen. Menschen, die so viel von ihrem Einkommen wegzunehmen, das ist ja auch so ein Begriff, den Sie dann immer bringen. Unzumutbar sei das. Also ich wünschte, dass die da alle immer diese Diskussion so führen, dass er unzumutbar, mal eine Sekunde darüber nachdenken würden, ob es eigentlich zumutbar ist, und das ist Realität in diesem Land, dass jemand, der 1.400 Euro brutto bekommt, in der Spitze mit über 30% besteuert wird. Ich finde, das ist unzumutbar, weil jemand, der so wenig Einkommen hat, der braucht doch jeden Euro zum Leben. Das ist wirklich unzumutbar. Darüber möchte ich diskutieren. Aber bei Einkommensmillionären von unzumutbar zu reden, also ich finde, das ist wirklich lächerlich. Und genauso ist es ja auch bei der Diskussion über die Vermögenssteuer. Das ist ja auch so ein, finde ich, trauriges Kapitel, dass sich inzwischen außer der Linken keine Partei mehr wirklich traut, eine Vermögenssteuer für Multimillionäre und Milliardäre zu fordern. Ich meine, das war früher mal, bis 97 hatte Deutschland eine Vermögenssteuer. Die war nicht gut gestaltet und die hatte viele Mängel. Aber immerhin selbst eine Regierung von CDU, CSU und FDP hat zunächst mal nichts an dieser Vermögenssteuer auszusetzen gehabt. Und heute traut sich noch nicht mal mehr die SPD sowas zu fordern. Das ist doch irgendwie schizophren. Ich meine, wir haben Leute in diesem Land, die viele Millionen haben oder die Milliarden haben. Und dieses Einkommen, dieses Vermögen ist von Jahr zu Jahr immer weiter gewachsen. Und trotzdem ist das mehr oder weniger tabu, dass diese Riesenvermögen besteuert werden. Ich finde, damit darf man sich nicht abfinden. Und ich finde auch die Argumente, die dagegen gebracht werden, die sind doch wirklich absurd. Also das Totschlagargument gegen eine Vermögenssteuer ist ja immer, das sei doch eine Enteignung. Eine Enteignung. Ne? Ganz, also furchtbar, Enteignung, Linke. Und Enteignung. Also da hat man schon mal das ganze Terrain wieder richtig eingeordnet, die bösen Linken, und die wollen Enteignung. Und Enteignung darf es natürlich nicht geben in Deutschland. Das stimmt überhaupt nicht. Es gibt in Deutschland Enteignung, und zwar ganz brutale Enteignung. Und die Linke ist leider die einzige Partei, die sagt, das darf nicht so bleiben. Enteignung gibt es zum Beispiel, wenn jemand mit Anfang 50 arbeitslos wird. Jemand, der sein Leben lang eingezahlt hat, mit Anfang 50 arbeitslos, findet keinen Job mehr, fällt in Hartz IV. Was passiert? Seine ganze Lebensleistung wird enteignet. Alle Lebensversicherungen, alle Sparguthaben, alles wird ihm weggenommen. Das ist enteignet. Das ist wirklich enteignet. Das ist diesen Begriff. Aber wer meint, die Besteuerung von Milliardenvermögen sei eine Enteignung, der hat doch irgendwas überhaupt nicht verstanden. Es ist doch eher umgekehrt. Die Existenz solcher Milliardenvermögen, die beruht doch auf Enteignung. Weil wer kann denn so viel leisten, dass er sich eine Milliarde oder 5 oder 10 Milliarden erarbeitet? Das kann sich doch niemand erarbeiten. Das sind doch immer die Beschäftigten in den Unternehmen, die das erarbeitet haben. Und das wird dann auf privaten Konten angehäuft. So ist doch der Zusammenhang. Deswegen wäre eine Vermögenssteuer für Multimillionäre, für Milliardäre, das wäre keine Enteignung, das wäre eine Rückgabe. Da würde sich die Allgemeinheit mal wieder ein bisschen von dem Geld zurückholen, das sie erarbeitet hat. Und sie könnte damit sinnvolle Dinge tun. Sie könnte damit all das finanzieren, was dringend notwendig ist. Und
da bleiben wir auch dabei. Als Linke, natürlich ist dieses Geld weit besser angelegt in guter Bildung, guter Pflege, guter Krankenversorgung, als auf den privaten Konten weniger und ganz nebenbei. Wir würden dann diesen Dynastien, diesen Familien, die diese Milliarden haben, sogar noch Sorgen nehmen, weil viele machen sich doch Sorgen, wo sie ihr Geld anlegen, wo sie es hinbringen sollen. Nee, dann nehmen wir doch lieber und finanzieren gute Schulen davon und gute Krankenhäuser und gute Pflegeeinrichtungen. Weil natürlich muss man nicht immer nur Steuern erhöhen. Es gibt auch in dem aktuellen Budget, das die Bundesregierung hat und das die einzelnen Regierungen auch in diesem Land haben, da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Posten, die man sich auch gut und gerne sparen könnte. Also auch darüber muss man reden. Deswegen finde ich sowieso, glauben Sie nie einem Politiker, der Ihnen erzählt, dass irgendwas nicht finanzierbar ist. Politiker können in der Regel immer das finanzieren, was sie finanzieren wollen. Und was sie nicht finanzieren, das wollen sie dann auch nicht finanzieren. So ist doch in der Regel der Zusammenhang. Und dass das so ist, sieht man noch daran, wenn man sich die Entwicklung des Bundeshaushaltes, also des Haushalts der Bundesregierung, anguckt über die Jahre. Da gibt es viele Posten, die steigen so allenfalls mit der Inflation, aber keinesfalls mehr oder eher sogar weniger. Und es gibt einige Posten, die steigen ganz schnell, ganz rasant. Es gibt einen Posten, der ist in diesem Jahr um 8% gestiegen. 8% mehr Ausgaben. Das waren nicht die Zuschüsse für die Rentenversicherung. Gottes Willen, da hätte Herr Schäuble bestimmt sofort gewarnt, dass die schwarze Null in Gefahr gerät. Das waren auch nicht die Ausgaben für Hartz-IV-Beziehende, auch auf gar keinen Fall. Da wäre schon die Union vorgewesen, dass man da nicht mehr ausgeben darf. Nein, 8% mehr Ausgaben gibt es im Rüstungsetat. Das heißt für Waffen, für Krieg, für Tod. Dafür gibt man 8% mehr aus. Und das in einem Land, wo wirklich Kita-Plätze fehlen, wo Schulen schlecht ausgestattet sind. Ich finde, alleine diese Diskrepanz zeigt doch, was die Politik für Prioritäten hat. Das kann man doch nicht weiter laufen lassen. Das ist doch wirklich krank. Und was Sie uns dann erzählen, warum Sie aufrüsten müssen. Warum das so wichtig ist für unsere Sicherheit. Also ich finde, viele Argumente, die man da so hört, die sind wirklich eine Beleidigung der Intelligenz des Zuhörers. Weil die versuchen uns doch allen Ernstes weiß zu machen, wenn Deutschland nicht mehr für Rüstung ausgibt, dann laufen wir Gefahr, dass Putin morgen vor den Toren von Nürnberg steht. So wird doch argumentiert. Und ich meine, da muss man sich wirklich mal die Zahlen angucken, die realen Zahlen. Die NATO-Staaten, die geben aktuell im Jahr, und zwar noch ohne den verrückten Trump und seine Aufrüstungspläne, schon jetzt, jedes Jahr geben sie 900 Milliarden Dollar für Rüstung aus. 900 Milliarden Dollar jedes Jahr. Davon die europäischen NATO-Staaten 300 Milliarden Dollar. Das sind irrwitzige Summen. Zum Vergleich, Russland gibt etwa 70 Milliarden Dollar im Jahr aus für Rüstung. Auch viel zu viel. Aber die Relation muss man doch mal sehen. Also 900 Milliarden. Und da stellen die sich wirklich hin und erklären uns allen Ernstes, dass sie noch mehr hunderte Milliarden drauflegen müssen, damit unsere Sicherheit gewährleistet ist. Und das tun sie in einer Welt, wo die UNO immer wieder warnt, dass aktuell etwa 23 Millionen Menschen im Südsudan, in Jemen und anderen Ländern vom Hungertod bedroht sind. Und die UN verzweifelt sagt, wir brauchen 5 Milliarden oder vielleicht 10 Milliarden. Um größere Summen geht es da nicht, um diese Millionen Menschen, um deren Leben zu retten. Und diese 5 oder 10 Milliarden, die fließen nicht. Aber immer wieder hunderte Milliarden mehr bei der Rüstung. Ich finde, das ist eine so perverse Politik. Da sollen die nicht mehr von Wertegemeinschaft reden, wenn man Geld hat für Waffen, aber nicht Geld für Hungernde. Das ist doch absurd. Das ist doch wirklich eine kranke Politik und eine unverantwortliche Politik. Und genauso ist das ja auch mit den Argumenten für die Kriege. Angeblich führen wir ja überall in dieser Welt Kriege, in Afghanistan, in Syrien, anderswo, um den islamistischen Terrorismus zu bekämpfen. Das ist ja der Vorwand. Seit 16 Jahren in Afghanistan bekämpfen wir den islamistischen Terrorismus. Ist denen, die das erzählen, wirklich noch nie aufgefallen,
dass der islamistische Terrorismus von Krieg zu Krieg stärker geworden ist? Ich meine, vor Afghanistan, da gab es wenige hundert international gefährliche Terroristen. Die gab es, ja, die haben ja auch 9/11 gemacht, aber das waren wenige hundert. Heute gibt es Hunderttausende. Und der Islamische Staat, der jetzt immer öfter ja auch in Europa Angst und Schrecken verbreitet, indem er Anschläge macht. Der Islamische Staat ist doch direkt das Produkt eines Krieges, nämlich des verbrecherischen Irakkrieges, an dem sich Frau Merkel damals auch beteiligen wollte. Das ist doch direkt die Zündung dieser Kriegspolitik. Und deswegen bleiben wir als Linke auch dabei. Terror kann man nicht mit Krieg bekämpfen, weil Krieg ist selbst Terror. Weil die Hauptleidtragenden all dieser Kriege, das sind die Zivilisten in diesen Ländern, die sterben unter den Bomben. Und je mehr es dort zivile Opfer gibt, desto mehr wächst, und das ist ja sogar verständlich, der Hass auf die, die diese Bomben werfen. Und dieser Hass ist der Nährboden, der die Islamisten und Terroristen stark macht. Das ist doch der Zusammenhang. Also wenn man die schwächen will, muss man aufhören mit dieser verdammten Kriegspolitik. Das darf man doch nicht weitermachen. Letztlich gibt es doch nur ein Mittel. Wer die Islamisten, wer die Terroristen schwächen will, der muss sie von Geld und Waffen abschneiden. So, und wer ist aber doch der Hauptfinanzier dieses islamistischen Terrorismus? Wo kommt seine ideologische Unterstützung her? Wo kommen die Waffen her? Zu einem erheblichen Teil, und das ist völlig bekannt, aus Ländern wie Saudi-Arabien. So, und das sind jetzt unsere Superpartner in der Region. Da geben sich Merkel und Trump die Klinke in die Hand, lukrative Waffendeals mit Saudi-Arabien abzuschließen. Und diese Waffen, ja, da möchte man nicht genau wissen, in wessen Hände die am Ende kommen. Was ist denn das für eine verlogene Politik? Wir liefern denen quasi indirekt die Waffen und dann sagen wir, jetzt müssen wir aber Krieg führen, um den islamistischen Terrorismus einzudämmen. Nein, Schluss mit den Waffenexporten an Saudi-Arabien, an die Türkei. Dann höre ich von Seiten der SPD, manchmal auch von Seiten der Grünen, oh, die Linke, die vertritt so eine schräge, so eine unverantwortliche Außenpolitik, dass man deswegen schon nicht mit ihr zusammengehen könnte. Wenn ich das höre, muss ich sagen, SPD und Grüne, wie weit habt ihr euch von dem entfernt, wo ihr mal wart? Ich meine, kamen mal aus der Friedensbewegung. Das war ja wirklich, das war eine Partei, die für Abrüstung stand, für zivile Konfliktlösung. Oder bei der SPD ist es ja ähnlich. Ich meine, der große Bundeskanzler Willy Brandt, der hatte das Credo, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und ich finde, das ist aktuell. Und das müssen wir endlich wieder durchsetzen. Es muss wieder eine deutsche Außenpolitik geben, die dieses Credo verinnerlicht. Dafür steht die Linke. Und wenn die mal wieder bei Willy Brandt ist, dann finde ich, sollten wir das gemeinsam machen, weil das ist ein richtiges Credo. Von deutschem Boden darf wirklich nie wieder Krieg ausgehen. Es muss Schluss sein mit dieser Kriegspolitik. Wir brauchen Abrüstung und wir brauchen kooperatives Verhältnis zu Russland, also ein Zurück zur alten Entspannungspolitik. Das war doch mal SPD. Das haben die doch mal selber vertreten. Das wäre doch wichtig, dass wir das wieder bekommen. Nun fragen sich vielleicht viele, warum ist das eigentlich so, dass sich irgendwie in der Politik immer wieder die Interessen weniger durchsetzen? Einflussreiche Unternehmen, große Unternehmen oder aber eben auch von sehr, sehr reichen Vermögenden. Warum setzen die sich durch, obwohl wir eigentlich eine Demokratie haben, obwohl wir eigentlich die Politik alle paar Jahre wählen können und das ja dann Mehrheitsentscheidungen sind? Und ich finde, wir müssen über die Strukturen reden, die das ermöglichen, weil die tatsächlich Demokratie aushebeln. Ich meine, es hat ja jetzt eine große Debatte gegeben, vor kurzem, oder die läuft auch teilweise noch, über Gerhard Schröder. Und ich fand diese Debatte zutiefst unehrlich, weil die ganze Aufregung, also es ging darum, dass Gerhard Schröder eben jetzt in den Aufsichtsrat eines russischen Unternehmens wechselt. Und das Unehrliche der Debatte ist,
dass die ganze Aufregung sich nur darauf konzentrierte, darf man in den Aufsichtsrat eines russischen Unternehmens. Ich finde, der Skandal ist doch ein anderer. Der Skandal ist doch, dass immer mehr Politiker, und Schröder ist da wahrlich kein Einzelfall, im Gegenteil, ganz viele Staatssekretäre, Minister, immer öfter kommt das vor, dass ganz viele Politiker zunächst in ihrer aktiven Politik einem bestimmten Unternehmen, einer bestimmten Branche Gefälligkeiten erweisen, zum Beispiel Leiharbeit liberalisieren, Banken retten, die Automobilindustrie schützen, wenn es jetzt die Forderung gibt, was ja völlig richtig wäre, dass die, die die Dieselbetrügereien angerichtet haben, jetzt dafür zahlen, dass die Autos nachgerüstet werden. Das wäre ja alles richtig. Das wäre ja dringend notwendig. Aber die, die das verhindern, die, die in ihrer aktiven Politik, also Politik für wenige Unternehmen machen, dass die dann, wenn sie nicht mehr eine politische Funktion haben, dass sie dann von genau dieser Branche, von genau diesen Unternehmen ganz weich aufgefangen werden und mit lukrativen Aufsichtsratsmandaten belohnt werden, wo sie mal so richtig den Hintern vergoldet kriegen und wo ihnen gedankt wird für all ihre Gefälligkeiten aus der aktiven politischen Zeit. Ich sage, das ist Korruption nach dem Motto, bezahlt wird später. Und das gehört verboten. Wir brauchen endlich Regeln, die das verhindern. Weil es ist doch ein Anreizsystem genau in die falsche Richtung. Also wer zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung verbessert, wer sich einsetzt für Rentnerinnen und Rentner, da ist keine Lobby, die ihn auffangen kann. Aber wer eben Politik für einzelne Unternehmen macht, der hat dann am Ende quasi die Belohnung. Und deswegen finde ich, darf das nicht so bleiben. Und es gibt noch ein Mittel, wie sich große Unternehmen Parteien regelrecht kaufen können. Und das sind die Parteispenden von Unternehmen. Ich meine, natürlich kann man sagen, ja, theoretisch, jeder Handwerksbetrieb darf ja auch spenden. Jeder Kleinbetrieb, jeder Mittelständler darf ja auch spenden. Aber natürlich kann keiner von diesen kleinen Unternehmen, und Arbeitnehmer und Rentnerinnen und Rentner sowieso nicht, kann an eine Partei so viel spenden, dass das wirklich für die Partei und die Entscheidungsfindung dieser Partei ein relevanter Betrag ist. Aber ganz anders ist es natürlich, wenn zum Beispiel BMW mal eben 650.000 Euro an die CDU überweist. Da soll mir doch keiner erzählen, dass das nicht relevant für die Partei ist. Und dass das nicht dazu führt, dass man die Interessen des Unternehmens sehr, sehr ernst nimmt. Und ähnlich ist es ja auch bei anderen Parteien. Auch die CSU in Größenordnung hier in Bayern kriegt von großen Unternehmen Spenden. Auch die Rüstungskonzerne spenden mit großer Freude. Sie spenden nahezu allen Parteien, also eben nicht nur CDU, CSU. Sie spenden auch an die SPD, an die FDP sowieso. In Baden-Württemberg inzwischen sogar an die Grünen. Also auch da sieht man, hat sich einiges verändert. Und natürlich auch die AfD kassiert reichlich Spenden aus dem Unternehmerlager. Die verdunkeln das nur so ein bisschen, wo es genau herkommt, weil das zum Glück den Unternehmen zumindest noch ein bisschen peinlich zu sein scheint. Aber auch die kriegen in Größenordnung Kohle von großen Unternehmen. Und auch das finde ich, das ist nicht mit Demokratie vereinbar, dass sich große Unternehmen so Parteien kaufen. Auch das wollen wir verbieten und verhindern, dass das nicht weitergehen kann. Und Sie haben ja jetzt ganz viele Argumente, sicherlich auch bei meinen Vorrednern, auch bei mir gehört, warum es wichtig wäre, die Linke zu stärken. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt, der Sie noch nicht ganz überzeugt hat. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Punkt in unserem Wahlprogramm, wo Sie sagen, ach, das finde ich noch nicht wirklich überzeugend. Ich denke, das ist auch normal. Es gibt nie hundertprozentige Übereinstimmung mit einer Partei, also ganz selten zumindest. Aber ich glaube, es gibt einen ganz überzeugenden Grund, der als solcher schon ausreichen würde, warum es so wichtig ist, die Linke zu wählen. Wir sind tatsächlich die einzige Partei, die noch nie einen müden Euro von einer Waffenschmiede, von einem Autokonzern oder von anderen Großunternehmen bekommen hat. Wir sind unabhängig und nicht käuflich.